Soeben hat Apple die vierte Beta von iOS 16 für Entwickler veröffentlicht und in diesem Update einige Änderungen und Neuerungen hinzugefügt. Und welche das genau sind, schauen wir uns im heutigen Video einmal etwas genauer an. Sollten dich übrigens Videos zu neuen iOS Beta-Versionen interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns direkt nach dem Intro iOS 16 Developer Beta 4 etwas genauer an. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Für die erste Neuerung in iOS 16 Beta 4 öffnen wir einmal die Einstellungen-App, denn Apple hat hier das User Interface für die Hintergrundbilder ein bisschen angepasst. Das heißt, wir gehen hier einmal zum Bereich Hintergrundbild und hier haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, diese Wallpaper ganz einfach zu verändern, indem wir hier auf Anpassen gehen. Und in der neuesten Version, in der vierten Beta von iOS 16, haben wir hier jetzt einen neuen Punkt hinzubekommen, beziehungsweise dieser wurde ein bisschen geändert, nämlich hier unten das Weichzeichnen. Das war vorher hier links in der Möglichkeit zwischen Original und einer weichgezeichneten Version zu wechseln. Und hier haben wir jetzt eben mit so einem kleinen Button ganz einfach rechts die Möglichkeit, zwischen Weichzeichnen und eben nicht Weichzeichnen zu wählen. Ist auf jeden Fall etwas übersichtlicher, etwas besser zu verstehen. Daher finde ich diese neue Funktion und dieses neue User Interface auf jeden Fall sehr schön. Für die nächste Neuerung bleiben wir auch direkt in den Einstellungen, denn in den Mitteilungen haben wir jetzt ebenfalls ein überarbeitetes User Interface. Ich bin der Meinung, dass sich das hier so ein bisschen verändert hat, dass das Design etwas anders aussieht in der vierten Beta, wo wir hier zwischen der Anzahl, Stapel oder Liste wählen können, je nachdem, wie uns eben hier die Benachrichtigung auf dem Lockscreen bzw. im Mitteilungszentrum, im Notification Center angezeigt werden. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das vorher schon so war mit vorigen Beta-Versionen oder tatsächlich jetzt erst mit der vierten Beta neu hinzugekommen ist. Wenn ihr per Bluetooth einen Controller wie zum Beispiel den einer Xbox oder den einer PlayStation verbunden habt, was ich jetzt in meinem Fall auch gemacht habe, dann erscheint in den Einstellungen unter Allgemein jetzt ein Game Controller Bereich. Also hier könnt ihr ganz einfach raufgehen und dann seht ihr hier auch so ein paar Parameter für euren verbundenen Game Controller, dass dieser eben aktuell verbunden ist, wie viel Prozent dieser noch hat, also den Akkustand, und wir haben hier noch die Möglichkeit, Profile anzulegen für eben diese Game Controller, um zum Beispiel für unterschiedliche Spiele eben dann entsprechende Profile anzulegen. Und wir können hier auch ganz einfach den Controller identifizieren, dann fängt er leicht an zu vibrieren und wir können hier auch raufgehen und dann eben hier diesen noch bearbeiten. Das heißt, wir können hier die Einstellungen löschen, wir können ein Spiel hinzufügen und wir können eben die Standardeinstellungen bearbeiten. Das heißt, wir können die Tastenbelegung verändern für die jeweiligen Tasten, die der Controller uns eben bietet. Dann können wir hier die jeweiligen Profile auswählen, wir können das haptische Feedback ein- bzw. ausschalten und auch dafür sorgen, wie stark dieses sein soll. Und hier unten haben wir dann noch eben Gesten zum Teilen. Das heißt, relativ umfangreich. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob diese Funktion schon vorher verfügbar war. Auf jeden Fall sehr schön, dass man hier jetzt so viele Einstellungsmöglichkeiten hat, sobald ein Bluetooth-Controller verbunden ist. Für die nächste Änderung in iOS 16 Beta 4 gehen wir einmal auf den Lockscreen und wenn wir diesen einmal bearbeiten bzw. anpassen wollen, dann haben wir hier ja die Möglichkeit, zum Beispiel die Schriftart zu verändern, aber eben auch Widgets hinzuzufügen. Und in den vorigen Beta-Versionen war es so, dass dieser Bereich einfach nur frei war. Man konnte dort drauf tippen und dann eben die Widgets auswählen. Und hier wurde jetzt in der vierten Beta noch dieser Schriftzug und dieses kleine Plus hinzugefügt für Widgets hinzufügen, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, damit man auch weiß, was man denn hier in diesem Bereich ergänzen kann, was man dort machen kann. Und dementsprechend finde ich das auf jeden Fall ganz schön, dass Apple hier jetzt eben diesen einfachen Hinweis noch ergänzt hat. Wenn wir uns schon auf dem Lockscreen befinden, dann schauen wir uns doch noch direkt einmal die Einstellung an, wenn wir ein neues Hintergrundbild auswählen und hinzufügen wollen. Und mit der vierten Beta von iOS 16 ist hier jetzt die zufällige Fotowiedergabe als Option hinzugekommen. Das heißt, wir können hier ein dynamisches Set von Fotos auswählen, was dann immer im Laufe des Tages verändert angezeigt wird. Auf jeden Fall sehr cool. Ich habe da bereits ein Video zugemacht, wie man das selber manuell ändern kann und eben so eine Art Fotoset auswählen kann und das mit einem Tippen ganz einfach wechseln kann. Und nun bietet Apple so eine ähnliche Möglichkeit als zufällige Fotowiedergabe auch direkt als Option an, was ebenfalls ein sehr cooles Feature ist. Wenn ihr mit iOS 16 Beta 4 das erste Mal den App Store öffnet, dann wird hier kurz in einem Splash-Screen erklärt, was das Ganze denn überhaupt ist. Ein sicherer und vertrauenswürdiger Ort, um eben Apps zu finden und zu laden
und so weiter. Also hier nochmal so eine kurze Erklärung, gerade für Nutzer, die neu ein iPhone haben. Und es gibt auch einen neuen Splashscreen in der Notizen-App. Hier hat man nämlich jetzt eben diese neuen Funktionen kurz vorgestellt bekommen. Schnellnotizen auf dem iPhone, leistungsstärkere, intelligente Ordner und ein Passwort weniger merken. Also diese drei neuen Funktionen, die mit iOS 16 dazukommen, wurden hier noch einmal ganz kurz aufgegriffen und erklärt. Mit iOS 16 Beta 4 kommt aber noch ein sehr spannendes weiteres neues Feature, und zwar in den Einstellungen unter Bedienungshilfen. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, Geräte in der Nähe steuern auszuwählen und hier dann erneut einmal raufzugehen. Dann öffnet sich hier eine kleine Liste von Geräten, die ebenfalls in der aktuellsten Beta-Version sind, die im selben Netzwerk sind und mit der gleichen Apple-ID verbunden sind. Und dann kann man die hier ganz einfach auswählen und daraufhin hier dann direkt dieses Gerät steuern. Das heißt, wir können hier zum Beispiel das Control-Zentrum einmal öffnen und ihr seht, das Ganze wird hier direkt geöffnet. Wir können auf den Home-Button gehen, um es wieder zu schließen. Wir können ins Multitasking gehen. Wir haben die Möglichkeit, hier die Mitteilungszentrale herunterzuziehen und wir können natürlich auch Siri öffnen und wir können hier auf weitere Funktionen gehen und dann seht ihr, dass wir zum Beispiel auch die Media Controls steuern können und so haben wir eben die Möglichkeit, von unserem einen Gerät ein anderes zu steuern mit der aktuellsten Beta-Version. Mit der aktuellen Beta 4 von iOS 16 hat Apple noch einmal die iMessage Features etwas überarbeitet. Nachrichten lassen sich nun 5-mal innerhalb von 15 Minuten bearbeiten. Der Verlauf ist dabei sichtbar und Nachrichten können 2 Minuten lang zurückgezogen werden. Und in diesem Fall können wir hier ganz einfach auf Bearbeitet gehen und daraufhin erscheint hier einmal dieser Verlauf, der eben hier bis zu 5 Nachrichten beinhaltet. Das heißt, 5-mal innerhalb von 15 Minuten kann man eine Nachricht eben bearbeiten. Man sieht aber auch, welche Änderungen hier vorgenommen wurden. Und wenn ich hier jetzt einfach einmal irgendetwas schreibe und das Ganze abschicke, dann habe ich hier eben die Möglichkeit, einmal gedrückt zu halten und dann hier Senden widerrufen auszuwählen. Das geht eben 2 Minuten lang und dann wird die Nachricht eben nicht mehr versendet. Hier wird einem das Ganze dann auch angezeigt, dass eben diese Nachricht gelöscht wurde. Also auf jeden Fall sehr cool, dass man hier jetzt auch weiter daran arbeitet, diese Features zu integrieren und zu optimieren. Eine sehr schöne weitere Neuerung in iOS 16 Beta 4 sind die Live Activities, die angezeigt werden. Diese sind von Apple schon länger integriert, allerdings haben Entwickler jetzt die Möglichkeit, so etwas wie diesen Timer hier zum Beispiel in einem Uber ganz einfach selber zu entwickeln und dann eben diese auf dem Lockscreen anzeigen zu lassen, was natürlich wirklich sehr cool ist. Am Beispiel von Uber kann man dann eben sehen, wie lange es noch dauert, bis das Auto bei einem ist, vielleicht sogar mit genauen Live-Standorten. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Feature, was jetzt eben auch für Entwickler freigegeben wurde, sodass die Apps dafür programmiert werden können. Neben diesen ganzen neuen Funktionen hat Apple aber auch sehr viele Fehler in der 4. Beta von iOS 16 behoben. Unter anderem gab es Probleme beim Streaming von AirPlay 2 kompatiblen Smart TVs, CarPlay-Verbindungsprobleme wurden behoben und auch iCloud-Backup-Probleme wurden behoben. Und es gibt einen kompletten Changelog von Apple, der wirklich extrem lang ist, wo die ganzen Fehlerbehebungen aufgelistet wurden. Verlinke ich euch natürlich einmal unten in der Videobeschreibung. Dann seht ihr, dass hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Fehler bekannt sind und diese auch zum Großteil bereits in der aktuellen Beta behoben wurden. Für alle Nutzer der Public Beta, die sich fragen, wann die nächste Version veröffentlicht wird, in der Regel in 1 bis 2 Tagen, nachdem die letzte Developer Beta veröffentlicht wurde. Apple schaut da immer noch mal, ob da noch ein paar Fehler aufgetreten sind, die gravierend sind. Die sollen dann natürlich eben für Public Beta Tester nicht so veröffentlicht werden. Dementsprechend immer zuerst die Developer Beta und 1 bis 2 Tage später, wenn es keine großen Fehler gibt, dann auch die Public Beta. Und wenn ihr diese ausprobieren wollt, findet ihr mein Video dazu unten in der Videobeschreibung. Und was lässt sich sonst noch zu iOS 16 Beta 4 sagen? Insgesamt ist die Performance und die Stabilität in den ersten Stunden, in denen ich die Version jetzt getestet habe, auf jeden Fall sehr zuverlässig und sehr gut. Insgesamt fühlt sich dieses Update auf jeden Fall sehr stabil an. Zur Akkulaufzeit kann ich natürlich noch nicht allzu viel sagen, da ich die Version erst wenige Stunden installiert habe. Wenn es aber ähnlich ist wie in den letzten Beta-Versionen, wo es immer besser wurde, dann wird auch hier nochmal mit Sicherheit so ein 5-10% besserer Akku im Vergleich zur 3. Beta zu erwarten sein. Ich komme mit der 3. Beta in etwa durch einen Tag. Der Akku ist zwar am Abend leer, aber man kam schon ganz gut mit dem iPhone 13 Pro durch einen Tag und ich hoffe mir auf jeden Fall, dass wir hier nochmal ein paar Prozentpunkte mehr herauskitzeln können mit der 4. Beta. Da halte ich euch aber auf jeden Fall gerne auf dem Laufenden. Das soll es dann nun aber auch mit meinem Video zur 4. Beta von iOS 16 gewesen sein und ich hoffe natürlich, dass ich euch damit wieder auf den neuesten Stand bringen konnte, was so alles neu ist in dieser Beta-Version. Wenn das der Fall war, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne weitere neue Funktionen, die ihr gefunden habt, unten in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos zu neuen iOS-Betas zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!